Ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute nochmal zu Jurassic World, ein neues Zeitalter. Also Jurassic World 3 von 2022. Der Film wird aktuell bei Amazon Prime gestreamt, umsonst kostenlos im Prime-Abo drin. Ich habe den Film angeschaut. Ich habe damals Kino auch gesehen, den Film damals. Wie gesagt, nochmal gesehen, der Film ist, wie gesagt, da gibt es eine Kurzfassung von, der Film ist noch schlechter als Teil 2, finde ich, von Jurassic World. Einziger Highlight, ungelogen, in dem Film ist Jeff Goldblum alias Ian Malcolm. Also ich habe den Film gesehen, also das zieht sich echt, also die Stars von dem ersten Film, Ellie und Dr. Alan Grant und natürlich Ian Malcolm, das ist das Highlight des ganzen Films. Die Story ist dämlich, dämlich besetzt auch irgendwie. Also Owen kommt total unsympathisch rüber in den Teil. Dann Claire ist noch unsympathischer als in Teil 1, finde ich. Mace ist dabei, ist irgendwie, Blue ist natürlich wieder dabei. Ein neuer Charakter ist da aufgetaucht, so eine ganz unsympathische Pilotin. Da habe ich sowas von gehasst, die ist so unsympathisch, arrogant und eingebildet. Das war schon, wie ich die gesehen habe, den Film, arrogante, blöde Kuh in meinen Augen. Also ich fand den Film, die Story ein bisschen dämlich, irgendwie mutierte Insekten, die groß geworden sind, also Heuschrecken, die dann irgendwie die Welternährung da auffressen wollen, dass irgendwie die einen kontrolliert wird von der BioNTech und so. Warum macht ihr sowas? Der Film ist echt total blöd. Wie gesagt, ich finde Jurassic Park, Jurassic World, die Story so gesehen gut. Ein Freizeitpark mit Dinosauriern, die dann ausbrechen, ein paar Menschen umbringen und dann Chaos verursachen, gut. Aber wenn dann die Dinosaurier dann in der Innenstadt rumlaufen, was war schrecklich gewesen? Ich meine, da habe ich nur an den Kopf gepackt, warum ist das so? Irgendwie eine Verfolgungsjagd auf dem Motorrad und dann ein paar Dinosaurier hinter dem her und so. Einfach nur dämlich, dämlich und nochmals dämlich. Einfach, der Film hat mir echt wie nicht gefallen, gar nicht. Also außer Ian Malcolm natürlich. Das war, wenn der aufgetaucht ist, war genial gewesen. Die ganzen Sprüche von ihm zum Beispiel, wo er da irgendwie mit Owen gesprochen hat, mit Respekt vor Tieren, er hat gesagt, ich habe einen Hund, der mir ein Bein gerammelt und so. Das war einfach nur genial gewesen. Oder den Code eingeben musste, wo er, ich habe einen Code mitgenommen, ich wusste von. Also Ian Malcolm ist das Highlight des ganzen Films, kann man sagen. Wenn ihr den Film Spaß haben wollt, spult alle Stellen vor, bis Ian Malcolm kommt, der Rest könnt ihr weglassen, getrostet. Das ist echt nicht so toll. Und da kam so ein Flashback wieder von Teil 1, am Ende da irgendwie ein neuer gigantischer Saurier, Gigantosaurus, so wie der hieß, keine Ahnung, der größer als der T-Rex ist. Dann kam noch so ein Freddy Krueger-Dinosaurier, der auch so groß war, mit so Krallenhänden und so. Und natürlich haben die beim Teamwork gemacht, wie beim ersten Teil, die Indoraptor damals haben ja hatte Blue und der T-Rex zusammengearbeitet, fertig gemacht. Das ist ähnlich gewesen, also Freddy Krueger, Dinosaurier zusammen mit T-Rex in einen neuen Saurier platt gemacht, der auch so groß gewesen ist. Also ich frage mich echt, was der Film soll. Also irgendwie das Thema ist ein Jurassic Park oder Jurassic World, ein Freizeitpark mit Dinosauriern. Das ist die Grundstory davon. Das ist gut, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Aber die Story dann in die Gegenwart, sondern in die Stadt verlagert, finde ich einfach nur blöd und dämlich, ehrlich gesagt. Dass da irgendwie Dinosaurier gehalten werden darf, von den Menschen irgendwie verkauft werden, illegal gehandelt werden. Und ich finde es nur dämlich, die Story dann irgendwie. Dr. Who kam auch vor. Dr. Who war seine schlechteste Rolle, die hat in Teil 3. Also Teil 2 ging er ja noch einigermaßen, weil er Wissenschaft den man kennt, kann man sagen. In Teil 3 so eine Art Dr. Who-Hippie, kann man sagen. Der kam wohl Hippie-mäßig rüber. Also ich bin von dem Film einfach nur enttäuscht. Es soll da, glaube ich, noch Teil 4 von rauskommen. Wo spielt der dann irgendwie? Also Teil 4, ich kann vermuten, Teil 4 wird das sein, Dino Riders. Die Serie kennt ihr, glaube ich, dass Menschen irgendwie Dinosaurier genutzten als Fahrzeuge, die so Rüste aufgemacht haben und dann den Dingern rumfahren und so, also rumlaufen mit einem Kontrollschip und so. Können wir vorstellen, also Jurassic World 4 wird heißen Dino Riders Comeback oder so. Das ist so grauenhaft Teil 3 gewesen. Außer Ian Malcolm, wie gesagt. Ich will mich gerne bei dem Film, also Jeff Goldblum ist ein genialer Schauspieler. Der Film hat er auch super gerockt, finde ich, genauso wie bei Thor 3. Hat er auch super gerockt, also ist ein guter Schauspieler. Also ist ein Charakter auch, Ian Malcolm ist ein cooler Charakter, einziger Charakter, der interessant gewesen ist bei Teil 1. Alan Grant ist ein bisschen langweilig, kann man sagen, so ein Indiana Jones für Arme, kann man sagen, weil er ihn gut wieder, muss er gut noch nehmen und so, oh mein Gott, ist das peinlich. Ellie ist auch so ein bisschen, ist älter geworden halt irgendwie. Ich fand die damals schon ein bisschen zu langweilig in den ersten Filmen damals. Wie gesagt, also mein Fazit des Films irgendwie, es kamen Dinosaurier vor, die gut gemacht worden sind, gute Technik und so, storymäßig 6 kann man sagen, also ich würde den Film jetzt geben, den Film an sich würde ich geben, 4 von 10 Sterne. 3 von 10 Sterne. 3 von 10 Sterne, Teil 3 jetzt, wie gesagt. Und ein Malcolm würde ich geben, 12 von 10 Sterne, war Jeff Goldblum, weil er super genial gewesen ist. Wie gesagt, ihr merkt schon selber, ich bin Jeff Goldblum-Fan. Also, wenn ihr den Film nicht kennen sollte, guckt euch mal die Stellen an, wo er mitspielt. Das ist lustig, unterhaltsam und hoher Humor, kann man sagen. Also, für mich ist das einzige Highlight gewesen, der Film ein Malcolm. Der Rest war langweilig und überflüssig gewesen. Das ist meine Meinung zu dem Film. Sag ich mal, schönen Abend noch und bis bald. Ciao.